Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19. Willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian. Hallo. Hallo. Es war jetzt tatsächlich Philipps erste Mal, dass er eine Ansage Moderation. Oder Moderation genau gemacht hat. Und ich finde die eigentlich relativ gut für den Anfang. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie findet und ob er öfter mal eine machen soll. Kommen wir mal ganz dazu, wieso wir mehr Geld haben und wieso es wieder 7 Uhr morgens ist. Wir haben weitergearbeitet, ich bin hier schon am Pressen von dem Feld 7, 16 haben wir auch schon. Das eine große Silo ist so gut wie leer und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wie wir es direkt vom Hänger in die BGA bekommen. Ja genau, und zwar haben wir uns den Dreiachser Annaburger gekauft. Ist eine relativ gerade Bahn. Ja, es dürfte hoffentlich aber mal funktionieren. Also an den letzten Schippen, weil der Fördermann bekommt nicht mehr alles. Wo ist er denn? War ich schon vorbei? Nee. Doch, ich muss schon vorbei sein. Also, gut. Oder warte, ich muss den Rest mit dem Telelader rausstellen. Ach, den haben wir uns nur gemietet, stimmt. Den haben wir uns tatsächlich... Nein! Egal. Auf jeden Fall haben wir uns gemietet, weil halt eben hin hoch gehen kann und dann können wir halt direkt ins Silo, die Silage reinkippen. Einen John Deere Drescher hatten wir uns auch gemietet, den großen mit einem 13,7 Meter Schnellwerk, um das Feld 7 hier schnell abzuernten, weil es schon Richtung nachging und der Tucano hätte da noch die ein oder andere Stunde gebraucht. Ja, und der Tucano hat dann gleich auf dem Feld 16 seine Arbeit hingerichtet. Und in der Zwischenzeit haben wir auch... Feld 40 und... Ja, Feld 40 und 30 angesiedelt. Und Feld 6. Genau. Ich weiß gar nicht, sind die eigentlich schon wieder reif zum Dreschen oder brauchen die noch ein bisschen? Kann nachschauen, ich bin noch drinnen. Zum Geld von der BGA. Ihr seht es oben, wir hatten zum Schluss Ende noch 2000 Euro knapp, also relativ blank. Oh, das ist weg. Wir haben es doch beide geschafft. Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Ja, ihr seht, der grüne Pfeil unten zeigt an, dass ich nach vorne fahre, das heißt, ich fahre nach vorne. Und ja, ich bin am Kämpfen, aber. Ja, es geht eigentlich relativ gut mit der Seitenkonsole von LS Seitenkonsole in der Videobeschreibung. Und mit meinem Controller, sage ich es nicht. Außer Florian blendet dann Werbung ein. Ja. Also viele Bahnen haben wir hier auch nicht mehr, aber das Feld da vorne noch ein bisschen breiter wird, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Ist nicht so leicht für mich. Ich muss gerade viel schalten mit dem Zeug, ey. Oh, ich glaube, ich mach die wieder aus. Ey. Also Fisch kann noch mit dem Telelager noch die restliche Silage zu den Förderbändern hin, oder? Ja. Das hört sich irgendwie nicht so gut an, das hast du angestellt. Gucken wir kurz auf die Karte, wo ist er? Im Silo. Okay. Gut, hab vielleicht noch den Telelader umgeschmissen. Ich hab doch schon gesagt, dass ich nicht mit voll aufgefahrenen Arm schnell die Kurve fahren. Das geht doch nicht. Bin ich nicht mal! Okay. Dann glaube ich mal.
So. Oh, das ist so ein ganz kurzes Stück. Okay. Der Vorwärts-Rückwärts-Schaltung, ey. Oh. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, die anzumachen. Ja, das stimmt, das war ich, aber. Oh, ey. Wenn man da unterschiedliche Taschenkombinationen hat, ist nicht so leicht. Und wenn du auf, einfach auf deine Tastatur liegst? Ich fahr mit Controller, ist angenehmer zu schalten dann. Okay. So, wo wir das Tempomat anmachen. Ich muss das umstellen, warte. Dicker Haufen. Dann geht ein bisschen was bleibt da mal liegen, aber da kann man auch nichts machen, passiert halt. Oh ja, so gekühlter Eis ist schon was Feines. Der drüben sieht der Feld 6, wie ist er schön vor sich hingedeiht. Ich glaube, wir haben Grünrocken angesiedelt, wenn ich mich nicht täusche. Doch, genau, Grünrocken. Auf der 6 und auf der 30. Und dann können wir wieder eine Häcksel oder zu nöten auch eine Dresch-Aktion machen. Habe ich wieder eine Doppelbelegung. Da. Boah, ich bin wieder fast schon 100 gefahren. Oh mein. Kaps. Oh. Gut, und ich habe den Geschwindigkeitsrekord mit dem Arion geknackt. 96 km/h mit Presse. So. Viel angenehmer, wenn man die Taschenkombi so gut wie ähnlich hat. Ja. Oh, ich glaube, da hat er ein bisschen was liegen gelassen. Weil ich habe sonst immer bei Vorwärtsfahren. Ich habe sonst immer beim Vorwärtsfahren immer zwei Tasten drücken müssen und beim Rückwärtsfahren eine. Das war dann immer Verwirrung pur, weil ich dann immer, ja. Ja. Und dann, ja, und. Ich glaube, du kannst ja dann bald schon auch deinen oberen Schafen. Ja genau, das haben wir auch noch, gar nicht erwähnt. Wir haben tatsächlich hier auf dem Kuhfeld eine ganz kleine Schafweide mit. Da können höchstens 18 Dinger rein auf den Dinger. Wir hatten eigentlich mal mehr. Ne doch, wir hatten nur 8. Wir haben 8 Schafe, ist eine kleine Menge. Ich wollte 0 Liter, das passt aber wahrscheinlich irgendwie synchronisiert wahrscheinlich nicht. Oh, synchronisiert wahrscheinlich nicht. Aber ja, du könntest dich auch den Unimog schon mal beschwingen und dann mal anfangen, den Strohballen wieder abzufahren, weil ich hab's hier bald auf dem Feld. Ja, ich bin gerade am Skorpion aufräumen. Ja, ja, keine Bedrängnis. So, der MB-Druck, also das eine Silo, ist vollständig leer. Gut. Das andere haben wir ja gesagt, wollen wir für die Kühe lassen. Verdichtet 100% Füllstand 0. Hier wächst auch noch mal ein bisschen Grünrocken. Läuft. Ja, Flo, die Autos. Ach so, ja. Das ist eine witzige Geschichte. Ich kann immer ganz kurz durchtappen. Sie sind versteckt.
Ja, auch ziemlich, sogar sehr gut. Man würde nicht denken, dass hier Autos drin sind. Aber wenn man in Ansicht geht, man sieht, es ist ein Auto drin. Ja, lass mal das. Autos noch was. So. Prügel dazu. Ah, läuft sogar noch perfekt. Ja, da ist er auch schon wieder da am Feld. Am Ballen sammeln. Ist echt angenehm mit der Vorwärts-Rückwärtsschaltung, wenn man die verschiedene Taschenkombis machen muss. Ja. Solange ich die Ballen transportiere, wird es auch ein bisschen laggen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Also bis jetzt geht es eigentlich noch relativ gut. Aber wir haben extra ein Ballenlager, die wurde dann extern, die wurde dann extern gelagert. Ja. Dann sollte es nicht so große Lags geben. Ja, und außerdem, wir hätten im Hof, glaube ich, gar nicht den Platz für so viele Ballen. Nee. Zum Ballensammeln muss man sagen, ist der Unimog perfekt, kann man einfach mit 60 oder mehr übers Feld heizen. Was er zwar in echt nicht ganz so machen würde, aber... Ein Wagen würde, glaube ich, sogar bloß 40 aushalten. Ja. Ja. Egal, 80 Landstraße entlang. Das passt. So, mit 60 durch die Ortschaft durch. Kann man machen. Sei froh, dass es hier auf der Map keinen Blitzer gibt. Ansonsten würden wir jedes Mal Geld kassieren. Bezahlen müssen. Was ist mit dem... Egal. Die Lage ballen schon nicht so... Gesund aus? Gesund aus. Okay. Bist du da vielleicht dagegen gefahren? Nein, das tatsächlich nicht, aber wir haben ja unsere wunderschöne Autoload CSZ-Gabel. Und wenn man da ranfährt, kann es vielleicht mal passieren, dass da die Ballen nicht von ganz oben, sondern ganz unten genommen werden. Das heißt, die unten sind weg, man fährt weg, die Ballen oben sehen, denken sich, oh, wir können ja fallen. Fallen runter, fallen um. Plump. Normal, passiert halt. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz nach oben fahren und gucken, ob da oben noch Schwaden liegen. Ja, wenn ja, werde ich die als erstes machen und dann erst die hier unten. Ja, genau. Habe ich mir noch gedacht, dass die noch liegen. Ich glaube, nach der Presseaktion braucht die Presse erst mal reparieren. Nö, eine Presse ist langlebig. Ja, in echt schon, aber wie sie mir lässt ist, das ist die andere Frage. Das hast du ja oben drüber eigentlich stehen. Wie viel Prozent steht bei der Presse dran? Ah, 73 Prozent. Traktor haben wir 38,1%. Ja, okay, dann bist du also, wirklich. Also die Presse so überlebt sie noch. Weil ich halte einfach mal ein Auge auf die Anzeige und dann. Wenn sie kurz mal, wenn sie bei 80% oder 90% ist, dann werden wir sie mal reparieren. Weil wir wollen ja auch nichts von dem guten Stroh verlieren.
so. Und ja, ich bin gerade absichtlich rausgefahren, weil ich zuerst die obere Bahn dann noch mitnehmen muss, will, damit ich nicht ganz runterfahren muss. Und dann wieder hoch. Bisschen Zeiteinsparung ist es nämlich dann. Irgendwas wurde gerade repariert. Da muss mehr repariert werden, fällt mir gerade auf. Seemaschine auch. Ja, reparieren haben wir uns ein bisschen vernachlässigt. Aber ich glaube, so zwei Saisonen hält sich. Man kann die Kettensäge reparieren. Ja, moin. Ein Frontlader. Ah, jetzt läuft die Presse auch. Jetzt kann ich mit der Presse auch wieder 20 km/h fahren. Ich habe mich schon mal gewundert. Ich weiß nicht wieso, aber ein Gewicht kann man auch mal reparieren. 1 Euro. Oh ja, haben wir auch schon die ganze Zeit gedacht, sowieso läuft der nur 15 die ganze Zeit oder so. Ist der Traktor zu untermotorisiert plötzlich oder was da los? Aber das lag jetzt ja an der Presse. So. Können wir hier auch wieder mit ein bisschen mehr km/h pressen. Für was die Unimog hergibt. Ach, das war eine Kuh, Alter. Ich dachte mir gerade, das ist so ein komisches Geräusch gewesen. Unsere vorletzte Bahn ist angebrochen. Irgendwie ist in dem Silo immer nur noch ein Ball drin. Die werden nicht mehr. Okay. Ich glaube, das dauert ein bisschen synchronisiert, glaube ich. Kann sein. Und da sehen wir sie, die letzte Bahn zum Pressen. Schaffen wir die 21? Ne, bleibt bei 20 km/h. Da seht ihr übrigens den Schafstall, den kleinen.
Die letzte Bahn ist somit gepresst und die Folge für heute ist dann auch schon wieder zu Ende, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Dann kommt mal wieder sein Flipsi, sein berühmter Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Ciao. Cool. Dann bis morgen zur morgigen Folge hier auf der Gemeinderade. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.